Was für besonders verrückte Zeiten haben wir? Wie kann es noch besser, genialer und großartiger und verrückter werden in deinem Leben? Darüber sprechen wir ja jetzt. Chiemgau-Gedanken sind dabei. Hallo an den Chiemgau. Wie schön, die Françoise ist mit dabei. Einen wunderschönen guten Morgen auch zu dir, liebe Françoise. So, ihr Lieben, spannendes Thema heute. Schon wieder haben wir November. Dabei hat es ja doch erst angefangen. Geht's dir auch so? Wem geht's auch so? Schreib mal ein Ich oder gib mal einfach ein Herzlein hoch oder ein Daumen Herzlein hoch. Lass mal ein Herz durch den Bildschirm fliegen oder ein Daumen hoch, wenn es dir auch so geht, dass du denkst, puh, ja, hat doch erst angefangen. Also wenn ich zurückdenke an dieses Jahr, seit Januar ist Firmen- und Wohnsitz ja offiziell auf Zypern. Wie oft habe ich da gedacht, bist du verrückt, was machst du hier eigentlich, vor allem im letzten Jahr? Ja, und jetzt ist alles schon so zur Normalität geworden. Bis auf die Dinge da draußen. Ja, ich glaube, da draußen ist auch schon so einiges wieder zur Normalität geworden, oder? Kopfschütteln. Okay, aber das soll nicht unser Thema sein. Da können wir auch nur letzten Endes im Prinzip genau das, was da draußen gerade abgeht. Jetzt seilt sich gerade eine Spinne ab. Kann das sein? Wo kommt die denn her? Okay, so. Lassen wir uns nicht von den Babyspinnen hier aufhalten. Für was steht eine Spinne? Warum zeigt die sich jetzt gerade? Es hat ja immer alles seinen Sinn. Ja, vielleicht geht es heute darum, auch für dich, passt eigentlich zur Übung, die ich vorbereitet habe. Die hat sich ja jetzt gerade hier irgendwo von der Decke hier abgeseilt, so ein kleines Teilchen. Vielleicht geht es im übertragenen Sinne jetzt für dich, dass du mal die Dinge, oh, jetzt kommen gerade interessante Worte aus mir, jetzt wird es spirituell, Achtung, dass du die Dinge jetzt mal in dein Bewusstsein heute Morgen lässt, die von oben eigentlich zu dir kommen wollen, schon ganz lange, von oben, da wo wir alle hergekommen sind. Ich nenne das ja immer aus dem Licht und aus der Liebe, aus der Quelle allen Seins vielmehr. Das ist so der Oberbegriff für mich, da wo wir alle hergekommen sind, aus der Quelle allen Seins. Und da haben wir unter anderem mal so ein Rucksäckelchen, so ein unsichtbares Rucksäckelchen uns angezogen. Nenn's Seelenplan, nenn's Lebensaufgabe, nenn's dein eigenes Ding machen, egal wie du es nennst. Weil es hat ja seinen Sinn, warum du hier bist. Warum du dich mal entschlossen hast, von dieser Ebene da oben runter zu gucken und zu denken, oh, da unten ist gerade ein Platz frei, da inkarniere ich mal. Ja? Die Familie, ja, die gefällt mir. Auch wenn du jetzt sagst, so ging es mir viele Jahre. Ich fühle mich falsch in der Familie hier, da gehöre ich nicht hin. Ich glaube, die Geschichte habe ich schon mal erzählt, dass ich immer dachte, ich bin ein Findelkind. Kann sogar sein, dass ich letzten Sonntag erzählt habe. Ist ja auch egal. So, es hat also seinen Sinn, dass du ja hierher gekommen bist, hast von oben irgendwie mal geguckt, ach ja, die Familie, da ist gerade ein Platz frei, da inkarniere ich mal. Und hast dein Rucksäckelchen gepackt. Ich verniedliche das jetzt mal. Und spürst in dir, weil so macht sich das letztlich bemerkbar, da ist doch etwas in mir verborgen, wo ich ahne, dass es da ist, ich es aber nicht greifen kann. Da muss es auch noch mehr im Leben geben. So die Sinnfrage, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was soll das alles hier? Ne? Und du erinnerst dich so irgendwo auf eine subtile Art und Weise, da war doch noch was. Und vielleicht hat sich deshalb gerade diese kleine Babyspinne hier aus der Decke abgeseilt,
als Botschaft für uns alle jetzt hier in der Runde, wie schön, dass du da bist, das, was du da oben vergessen hast oder in deinem unsichtbaren Rucksack drin hast, jetzt heute Morgen die Klarheit zu finden. Ja, genau, das ist mein Ding, weil das ist ja das Thema heute hier. Ja? Schau mal, wie sehr das Universum an unserer Seite ist. Das Universum ist immer wohlwollend an unserer Seite. Das Universum hat immer gute Ohren, sagt immer, okay, davon hättest du gern mehr, schicke ich dir mehr davon. Ja klar, Auftrag erfüllt. Nur bislang, da kommen wir nachher auch noch zu sprechen, haben wir einfach Aufträge aufgegeben, die uns dann eine Lebenswirklichkeit erschaffen haben. Egal in welcher Hinsicht, wo wir denken, soll ich das bestellt haben? Nee, kann nicht sein. Ja? Also so ging es mir früher immer. Warum das alles so ist, innen, außen, da sprechen wir nachher auch noch kurz darüber. Bitte noch ganz rasch, mach's dir gemütlich, hol dir einen leckeren Tee auch oder einen Kaffee, einen Saft und vor allem hol dir was zum Schreiben noch rasch, denn ich habe so 13 Punkte mitgebracht, die du dir als Leitfaden notieren kannst, damit du einfach weißt, was es denn anschließend auch umzusetzen gilt, noch in diesem Jahr und auch gleichzeitig als Leitfaden fürs nächste Jahr. Damit du eben nicht nächstes Jahr im November wieder zurückblickst, ungute Gefühle aufkommen und denkst, puh, wieder eine Schleife gedreht. Weil schau mal, wenn ich eben davon gesprochen habe, wir kommen alle aus der Quelle allen Seins. Irgendwo müssen wir ja herkommen. Irgendeinen menschlichen Begriff brauchen wir ja dafür. Dieses Sein, diese Energie, die wir letzten Endes ja alle sind. Wir sind ja letzten Endes Energiewesen. Wir haben diesen Körper hier, damit man uns sieht, damit wir ein Instrument haben, um hier irgendwas zu erschaffen, zu verwirklichen, weil dieses unendliche Wesen, dieses Bewusstsein, dass wir ja eigentlich in Wahrheit sind, das kann ja hier nichts machen. Ja? Harry Potter-Umhang, so unsichtbar werden. Das funktioniert ja nicht. Deshalb haben wir einen Körper. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Was wollte ich denn sagen damit? Bei der Unzufriedenheit waren wir. Genau, dass du wirklich jetzt mal, das möchte ich dir nachher mit 13 Punkten mit auf den Weg geben, so quasi für jeden Monat einen Punkt, wenn du so willst, dass du wirklich mal zurückblickst, nächstes Jahr um diese Zeit und sagst, wow, was für ein gigantisches Jahr, was für ein gigantisch großartiges Jahr. Und rückblickend auf dieses Jahr hier, diese besondere Situation, die wir da draußen haben, wie viele gigantische Geschenke stecken da drin, wenn wir sie denn erkennen? Wie viele gigantische Geschenke stecken gerade in der jetzigen Situation für dich verpackt, wie das Universum, wie das Leben dir damit schenken will, drin? Das Ding ist nur, dass die Aufmerksamkeit meist auf den Dingen ist, die gerade nicht funktionieren. Und ja, auch das war für mich lange eine Herausforderung, ist es auch heute manchmal auch noch, wenn ich dann irgendwo hinfahre und aus dem Auto aussteige und denke, ach ja, ich muss ja irgendwie so einen Teil davor vor den Mund machen. Ne? Aber dennoch, wenn wir mal dahinter blicken, wie viele Strukturen und wie vieles an Gewohntem ist denn in diesem Jahr schon zerbröckelt zusammengefallen? Ja, auf eine Art und Weise, wie wir es uns natürlich nicht unbedingt gewollt, gewünscht haben. Wir spüren alle schon lange, da braucht es Veränderungen. Aber wir hätten es uns natürlich anders gewünscht. Nur manchmal brauchst du natürlich vielleicht auch, wenn das so ein höheres Bewusstsein ist, das uns schon lange beobachtet, stelle ich mir jetzt gerade so vor und gedacht hat, okay, darunter, die hören einfach nicht. Muss da mal mit einer härteren Keule kommen. Weil was ich schon bestimmt 15 Jahre erzähle im Hinblick auf den Arbeitsmarkt, im Hinblick darauf,
Stichwort Beruf, dem Ruf der Seele folgen, das ist eigentlich damit gemeint. Und nicht einen Beruf auszuüben und zu leben, um zu arbeiten. Dafür sind wir nicht hierher gekommen. Wir wären auch als kleine Kinder nicht auf die Idee gekommen, in die Richtung zu denken, dass wir ab einem gewissen Alter uns mal verbiegen müssen oder uns Dinge suchen, die wir tagsüber machen, keine Ahnung, 8 Stunden lang, wo innerlich die erste Zeit wir denken, ja, sind wir stolz drauf, nur wenn ich so an meine frühere Stelle zurückblicke, da war ich schon stolz, dass ich diese Stelle hatte. Aber immer mehr kam dann so das unterschwellige Gefühl, nee, das ist ja gar nicht mein Ding. Kann es das sein, morgens zu einer Uhrzeit aus dem Haus zu gehen, den ganzen Tag irgendwo zu hocken, irgendwo zu verbringen, um dann nachmittags wieder platt nach Hause zu kommen? Nicht, weil ich mich da überarbeite, sondern weil mir das einfach so viel Energie raubt, statt dass es mir Energie schenkt, damit am Ende des Monats für mich auf dem Konto erscheint. Stell dir mal vor, man hätte uns da einfach nur beigebracht, folge dem Ruf deiner Seele, erkenne die leise Sprache und mach dein eigenes Ding. Und da waren ja schon ganz viele Vorboten da, weil wenn ich an mich zurückdenke vor 30 Jahren, als ich im öffentlichen Dienst angefangen hatte, und das ist ja heute, das war ja die letzten Jahre im Arbeitsmarkt auch so Usus. Bei mir gab es einen Vertrag, halbes Jahr Probezeit, unbefristeter Vertrag, Ding war durch. Wie viele Unternehmen haben die letzten Jahre denn angefangen mit befristeten Verträgen? Und das waren schon so die leisen Botschaften und Hinweise, vielleicht auch für dich, mal hinzuschauen, was will ich selbst denn eigentlich wirklich? Was ist denn wirklich so mein eigenes Ding? Nämlich letzten Endes geht es doch im Leben auch darum, nicht nur wirklich auch zu leben, sondern die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Sich selbst zu sein und nicht die Verantwortung abzugeben, wie wir es aus dem Gesundheitssystem kennen, an jemanden, der in einem weißen Kittel vor einem steht, ohne das alles in Frage zu stellen. Oder an einen Arbeitgeber, an eine Firma, an eine andere Instanz abzugeben, wer auch immer das ist, der dann dafür bitte zu sorgen hat, ich mache das und derjenige überweist mir dann Monat für Monat Summe X auf mein Konto. Das ist ja nicht selbstbestimmt Leben. Das hat auch nichts mit Selbstliebe zu tun. Das hat auch nicht wirklich was mit Selbstwert zu tun. Wenn ich diese Dinge jetzt so vielleicht ein bisschen krass anspreche, bitte nicht so deuten, dass das alles falsch ist, dass da es nicht darum geht, das alles zu verteufeln oder zu verurteilen. Es gibt sicherlich Menschen, die sind total glücklich damit, egal was sie machen. Ich will jetzt keine krassen Berufsbeispiele nennen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Nur du bist hier in der Gruppe, in unserer Community. Du willst mehr. Du gehörst nicht zu der Masse da draußen, die sich damit zufrieden geben, so, wie nennt man es so schön, 9-to-5-Job zu machen, stupide immer das Gleiche, eine Akte neben die nächste stapeln und dann wird da immer jeden Tag das Gleiche. Da gehörst du nicht dazu. Deshalb, bitte wisse das. Es geht nicht darum, irgendwelche Systeme jetzt zu verteufeln oder zu beurteilen oder verurteilen. Und es geht auch schon gar nicht darum, dich zu be- oder verurteilen, dich selbst. Bitte, darf ich dich mal dazu einladen, dich anzuerkennen, wie besonders und einzigartig du bist, dass du nicht zu der Masse gehörst, sondern bis eben, vielleicht wird dir das jetzt erst so richtig bewusst, vielleicht fällt dir das jetzt so wie Schuppen von den Augen, wie besonders und einzigartig du bist. Das wäre so ein erster Wunsch, wenn du das mal annimmst von mir, wenn ich einen Wunsch hier äußern darf, dass du mal weißt und dich anerkennst, wie einzigartig und besonders du bist. Dass du eine ganz besondere, ja, ich nenne es jetzt mal Spezies von Mensch bist. Nicht zu der Masse
gehörst, sondern nur versucht hast, dich da hineinzupassen, anzupassen. Ja? Okay, schreib mir doch mal rein, wie geht's dir denn bei dem Gedanken? Wie geht's dir bei dem Gedanken, dass du dich anerkennen darfst? Dass du ganz besonders bist, dass du nicht zu der Masse eigentlich gehörst, sondern bis eben nur versucht hast, dich der Masse da draußen anzupassen, sondern dass was ganz, ganz Großartiges in dir, ich meine, das verborgen ist das in jedem, aber dass du zu den Menschen gehörst, die dieses Großartige und Einzigartige entdecken wollen. Schreib mal rein, wie geht's dir dabei? Oh, mein Schatz hat geschrieben, das Krafttier Spinne symbolisiert Kreativität, Neuausrichtung und Balance zwischen dem Irdischen und dem Spirituellen. Mensch, ihr Lieben, wie ist das Universum hier an unserer Seite? Wie genial ist das dann? Danke. Die Weberin und Hüterin der Schicksalsfäden zeigt uns, dass jegliches Handeln im Muster der Zukunft eingewoben ist. Jetzt kommen ja fast die Tränen. Wow, wie großartig. Danke. Chiemgau-Gedanken schreibt, schon seit 5 Uhr wach und habe auch Winterapfeltee aufgesetzt. Wie schön. Schmeckt gut. Marion, mir geht es sehr gut. Bin heute 8 Uhr aufgestanden, ziemlich müde, da es spät gestern Abend war und aber es geht mir sehr gut. Bin auch geflasht von meinem Live-Video von gestern. Marion, das ist ein nächster Punkt, warum mir da auch gerade so ein bisschen Tränen in den Augen stehen. Das hätte ich dir nachher noch, also mit Marion arbeite ich auch zusammen. Sie ist einer meiner wunderbaren Akademikerinnen. Und Marion hat sich gestern getraut, ein Live-Video zu machen. Und da war ich wirklich nur geflasht, also in unserer geheimen Akademiegruppe. Da war ich wirklich nur geflasht, Marion, von dir. Was für eine Ausstrahlung du hast. Und diese Ausstrahlung, die du hast, die will die Welt da draußen sehen. Du darfst wirklich dir erlauben, dich viel mehr da draußen zu zeigen. Und so eine wunderbare Ausstrahlung, wie die Marion hat, diese Ausstrahlung, die steckt in jedem Einzelnen von euch hier auch. Es ist nur verborgen, du darfst dir mal erlauben, das zu zeigen. Jeder von euch darf mal sich erlauben, sich wirklich in seiner wahren Größe, Schönheit zu zeigen mit der eigenen Ausstrahlung. Also, dass mir heute Morgen hier Tränen laufen, das war nicht geplant. Okay. So, ihr Lieben. Habt ihr was zu schreiben? Melanie schreibt, auch Karneval geht immer. Ja, wir brauchen nur die rote Nase aufzusetzen. Ne? Als ich noch, vielleicht kennt jemand von euch Eckhard von Hirschhausen, der hat ja dieses, dieses Beispiel gebracht, so eine rote Nase aufzusetzen, wie im Karneval. Wie im Karneval, man die roten Nasen, diese Kunststoffnasen, diese, wie nennt man das? Kunststoff, ja, mir fällt der Name nicht ein. Schaumstoff. Ich habe auch in der Tat eine drüben liegen. In welchem Kontext, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Auf jeden Fall, die Kunst ist, diese Nase aufzusetzen und dann aber ganz normal zu schauen, als wenn nichts wäre, als wenn das ganz Normalste wäre. Und das hatte ich in der Tat mal gemacht vor ein paar Jahren, als ich morgens übliche Rush-Hour nach Saarbrücken unterwegs war, im Stau gesteckt habe, wie jeden Morgen, rechts und links immer so trübe Gesichter gesehen habe und so traurige Gesichter, so leere Blicke, habe ich in der Tat mal die Nase da aufgesetzt, die hatte ich im Auto dabei und habe einfach mal so gemacht, als wenn nichts wäre. Habe einfach mal einen Spaß draus gemacht. Wie kann man Freude und Spaß haben? So, also wenn du was zum Schreiben hast, brauchst du nachher. Ich würde mit dir jetzt gerne mal eine Übung machen, damit wir, wie mein Schatz so schön reingeschrieben hat, um was es hier geht bei dem Krafttier Spinne, mal wirklich die Kreativität, die Neuausrichtung, die Balance zwischen Irdischem und Spirituellem, dass du jetzt wirklich hier mal
diese Dinge wirklich in dein Leben lässt. Und da würde ich dich jetzt bitte, bitte, bitte auch mal einladen, wirklich, wirklich überdimensional groß zu denken. Wirklich überdimensional groß zu denken und mal über diese Begrenzungen, und ich mache dich wirklich deshalb darauf aufmerksam, weil ich das immer wieder in Gesprächen merke, wenn es darum geht, dass wir uns darüber unterhalten, wie schaut denn dein ideales Leben aus? Dann kommen dann so Dinge, ja, also so unterschwellig, ich bin ja eigentlich, mir geht es ja eigentlich ganz gut, bin ja eigentlich zufrieden. Wenn ich noch 1.000 Euro im Monat mehr hätte, dann wäre es gut. Und wenn ich mir vielleicht einmal noch irgendwann ein neues Auto kaufen könnte, dann wäre es auch gut. Ich würde mit dir mal gerne jetzt heute Morgen über diese Grenzen hinausgehen und wirklich mal mit dir darüber sprechen. Was, wenn wirklich alles für dich möglich wäre, wie würdest du leben und so weiter? Und das machen wir gleich gern gemeinsam. Ja? Die Marion schreibt noch, ein toller Gedanke, es ist ein Riesengefühl. Ich wusste es schon sehr, sehr lange, habe es nur nicht rauskommen lassen. Ich war auch schon immer in der Selbstständigkeit zu Hause, bin so froh, jetzt meinen Seelenplan und Berufung leben zu können. Danke, Marion. Und nehmt euch mal die Marion hier als Beispiel. Ah, die Dagmar ist auch dabei. Guten Morgen. Dieser Gedanke bestätigt eigentlich, was ich schon immer gefühlt habe. Ja, sehr schön. Nehmt euch auch mal die Marion, was sie geschrieben hat mit ihren Zeilen hier, dass sie schon sehr lange wusste, sie hat es nur nicht rauskommen lassen, hat sich also nur nicht getraut, nach außen zu zeigen. Also ich war gestern wirklich geflasht, absolut geflasht. Und das ist etwas, was in dir, jetzt spreche ich jeden von euch hier an, die jetzt live dabei sind und diejenigen, die später das Replay noch anschauen, in dir steckt auch was Besonderes, Einzigartiges, eine ganz besondere Ausstrahlung, eine ganz besondere Botschaft. Das wäre mein Herzenswunsch, dass du dich auch mal zeigst da draußen mit deiner Botschaft, damit du mal zurückblickst auf dein Leben und sagst, okay, hat ein paar Jahre gedauert, rein vom Passalter her. Aber ich habe die Kurve noch gekriegt. Ich habe noch mein Leben gelebt. Ich habe noch mein Ding gemacht. Bitte öffne dich dem Gedanken. Öffne dich deiner selbst, deiner Großartigkeit. Okay? So. Wenn wir da jetzt gleich reingehen, würde ich dich dazu einladen, wirklich auch die Augen zu schließen und da einfach nur mal wie so ein Film vor dir entstehen zu lassen. Jetzt musst du noch nichts schreiben. Ich habe dich eben dazu nur eingeladen, dir schon mal was zum Schreiben zu holen, damit du nachher dir diese 13 Punkte notieren kannst. Okay, jetzt würde ich dich dazu einladen, dich einfach mal darauf einzulassen, auf das, was wir jetzt machen. Und dann kannst du anschließend ganz kurz Notizen machen. Okay. Und bitte, 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 öffne dich den Gedanken, jetzt wirklich mal überdimensional groß zu denken. Und nicht, wie du das bis eben noch gemacht hast, wie die meisten das machen, wie das bei mir früher auch der Fall war, zu schauen, mit was kann ich mich arrangieren. Wenn ich ja nur so ein bisschen mehr hätte im Leben, dann wäre es ja schon gut. Wenn wir bei dieser Einzigartigkeit sind, das Thema, das wir eben hatten, bedeutet das dann nicht auch, dass du wirklich das Allerbeste verdient hast? Und wie wäre es, wenn du jetzt beginnst, das Allerbeste und das Größtmögliche wirklich in dein Leben zu lassen, was im Feld schon für dich vorbereitet ist? Okay, so, und damit uns das ein bisschen besser gelingt, damit du jetzt auch mal in deine kreative Gehirnhälfte reinkommst, da gibt es eine wunderbare Atemtechnik, das ist die sogenannte Soham-Atmung, die machen wir jetzt mal so für, naja, Mama ist jetzt nur mal so 2 Minuten, sonst ist das zu lange hier vor der Kamera, die funktioniert so,
dass du dir dein rechtes Nasenloch zuhältst, links immer tief und genüsslich einatmest, links zuhältst und rechts immer tief und genüsslich einatmest. Okay? Also immer links ein und immer rechts aus. Mach's in deinem eigenen Rhythmus. Du weißt jetzt, wie es geht. Ich schaue auf die Uhr. Mach mal so 2 Minuten, damit die rechte Gehirnhälfte, da wo unsere Kreativität sitzt, aktiviert wird. Damit es dir jetzt leichter fällt, dich auf diese Übung einzulassen und wirklich mal ein bisschen größer zu denken. 2 Minuten sind jetzt nicht ideal, aber es ist einfach mal ein Anfang. Du kannst es ja auch noch mal später für dich auch machen. Okay, bist du bereit? Dann schenk mir mal noch einen Daumen hoch, wenn du bereit bist. Ich trinke mal noch einen Schluck Tee. Oder schreib mal ein Ja ins Kommentarfeld rein, wenn du bereit bist. Okay, so. Und dann nehmen wir eine bequeme Sitzhaltung ein. Ich bleibe weiter stehen. Du sitzt wahrscheinlich, setz dich bequem hin. Füße nebeneinander auf dem Boden, sodass du auch Kontakt zur Mutter Erde hast, die dich nährt und trägt. Die Hände gerne mit den Handflächen nach oben gerichtet auf die Oberschenkel legen, sowie um alles Gute aufzufangen. Spür mal die Sitzfläche, auf der du hockst. Lass dich tragen jetzt von der Sitzfläche. Fühl mal hinein, wie gut das jetzt tut, einfach nur da zu sein in diesem Augenblick, der in jedem Augenblick schon wieder ein neuer ist. Und dann atme mal so 3-4 Mal tief aus. Mach dich mal leer. Lass die Schultern sinken, lass dich in deinen Körper sinken. Wunderbar. Und jetzt nimm deinen Zeigefinger und halte dir dein rechtes Nasenloch zu. Jetzt beginnen wir mit der Soham-Atmung. Links immer tief einatmen und rechts tief ausatmen. Und das machst du jetzt mal so für 2 Minuten in deinem eigenen Rhythmus. Okay? Wunderbar. Und ein letztes Mal. Lass die Augen bitte weiter geschlossen, damit du weiter so eine Innenschau halten kannst, damit es dir leichter fallen, jetzt so einen kleinen
Tageslebensfilm entstehen zu lassen. Beobachte mal noch für einen Moment deinen Atemstrom, wie es dich ein- und ausatmet. Und dann lass mal die Frage auf dich wirken. Frag dich mal selbst im Stillen. Wenn wirklich alles für mich möglich wäre, wenn wirklich alles für mich möglich wäre, dann, wo würde ich leben? Lass da einfach mal die ersten Impulse zu, wo würde ich leben? Wäre das hier in Deutschland, Österreich, Schweiz oder wäre das sonst wo? Wie würde ich leben, wenn wirklich alles für mich möglich wäre? Wie würde ich leben? In einem Haus, in einer schicken Penthouse-Wohnung, in einer Villa, in einer großen Wohndorfgemeinschaft. Gibt ja auch so ganz spezielle Communities. Wenn wirklich alles für mich möglich wäre, wo würde ich leben? Wie würde ich leben? Lass diesen Film mal entstehen. Wunderbar. Und jetzt lassen wir mal noch was ganz Magisches entstehen. Die Augen sind weiterhin geschlossen. Stell dir mal so einen Kalender vor mit so einzelnen Blättern, wie wir sie von früher alle kennen, aus unserem früheren Leben. So jeden Tag ein Blatt. So weißes Blatt, schwarze Zahl steht drauf. Man hinten auf der Rückseite immer mal noch so Sprüche. Stell dir mal diesen Kalender vor. Und da steht jetzt eine 22 drauf. Denn wir haben ja heute den 22.11.2020. Schau mal auf diesen Kalender. Und dann lass jetzt mal etwas Magisches geschehen. Die Blätter, die fallen jetzt ab, so ein Blatt nach dem anderen, erst ganz langsam, ganz schnell, immer schneller und schneller. Und jetzt werden sie wieder langsamer. Und jetzt steht da wieder eine 22. Aber wenn du näher hinschaust jetzt mit deinem geistigen Auge, es ist jetzt der 22.11.2021. So genau in 12 Monaten. Und jetzt schau mal, wo bist du da? Schau dich vor deinem geistigen Auge mal um. Wo bist du da? Wie schaut es in deiner Umgebung aus? Wenn alles für dich möglich wäre. Wie schaut das Zimmer aus, in dem du dich befindest? Wie ist es eingerichtet? Stell dir vor, es ist gerade Tagesanfang. Du startest gerade in den Tag. Sitzt auf der Bettkante, reckst und streckst dich jetzt. Wie ist dein Gefühl? Wie fühlst du dich? Voller Vorfreude auf diesen neuen Tag, weil du jetzt in deinem neuen Leben bist. Weil du dich genau dort aufhältst, was ebenso als Impuls kam. Und jetzt verlass mal das Zimmer, in dem du dich befindest. Geh mal ins Badezimmer. Schau dich mal im Spiegel an. Wünsch dir mal selbst einen wunderschönen guten Morgen. Nimm mal dieses, ja, vielleicht neue andere Badezimmer wahr, in dem du dich jetzt befindest.
Mach auch mal einen kleinen virtuellen Rundgang in deinem neuen Zuhause oder vielleicht ist es auch das Zuhause, in dem du jetzt bist, aber das ein oder andere hat sich wahrscheinlich geändert im Hinblick aufs Mobiliar, im Hinblick auf die Einrichtung, was auch immer. Mach mal vor deinem geistigen Auge so einen virtuellen Rundgang in deinem neuen Zuhause oder in deinem traumhaften Zuhause, das ist vielleicht der bessere Ausdruck. Welche Menschen sind noch da vielleicht? Wer ist noch da? Vielleicht ist es auch nur eine Person, die noch da ist. Vielleicht bist du alleine. Und jetzt geh mal den Tag vor deinem geistigen Auge durch, der auf dich wartet, dieser neue wunderbare Tag. Was machst du tagsüber? Verlässt du das Haus oder bist du zu Hause? Wirkst von zu Hause aus, in Anführungsstrichen arbeitest du von zu Hause aus. Wie schaut dein Vormittag aus? Kreiere mal deinen Vormittag ganz nach deinen Wünschen und Träumen. Wie schaut deine Pause über Mittag aus? Wie gestaltest du sie? Was machst du? Mit wem verbringst du sie? Isst du etwas? Was isst du? Da trinkst du nur etwas? Lass auch da die Bilder mal entstehen, die jetzt ganz natürlich aufkommen. Was machst du am Nachmittag? Also nach der Pause, am frühen Mittag, am frühen Nachmittag, was machst du da? Lass einfach mal die Bilder aufkommen. Vielleicht gelingt es dir ja sogar, dich so in diese neue Identität, in diese neue Persönlichkeit, die du in einem Jahr bist, in der du dich gerade befindest, so hineinzuentspannen, dass du es auch fühlen kannst. Wenn nicht, ist nicht schlimm, ist nichts falsch mit dir. Aber vielleicht gelingt es dir ja sogar. Muss nicht, kann sein, wenn. Dann fühl mal, wie du dich fühlst. Vielleicht atmest du auch auf, oh, bin im neuen Leben angekommen, wunderbar. Was machst du am Abend? Wie schaut dein Abend aus? Dein Abendessen vielleicht zunächst mal. Mit wem isst du zu Abend? Alleine? Mit einem Partner? Mit mehreren Menschen? Wie fühlst du dich? Wie ist die Temperatur im Außen? Entspann dich nochmal hinein, wo du gerade bist, in einem Jahr, in deinem neuen Film. Mit wem verbringst du den Abend? Erschaffe dir jetzt noch das Bild von dem Abend zum Tagesausklang dieses wunderbaren neuen Tages. Wie erfüllt und glücklich schaust du zurück auf den Tag? Wunderbar. Und jetzt schau nochmal auf den Kalender, auf diesen Tageskalender und da lassen wir nochmal was Magisches entstehen. Diese ganzen einzelnen Tage, die eben so ganz rasant abgefallen sind. Erst Geisterhand kommen die jetzt nochmal auf den Kalender drauf, erst ganz langsam, dann wieder ein bisschen schneller. Und dann werden sie wieder langsamer. Kannst du dir vorstellen, wie diese so von unten diese einzelnen Tagesblätter zum Kalender nochmal hinfliegen, hinflattern.
müssen nochmal stehen bleiben und da steht nochmal die Zahl 22. Allerdings, wenn du jetzt hinschaust, vor deinem geistigen Auge, die Augen bleiben bitte weiter geschlossen. Es ist der 22.11.2020. Du bist also jetzt wieder da, wo du dich in der Tat jetzt mit deinem physischen Körper auch befindest. Die Augen bleiben bitte weiter geschlossen. Und jetzt lade ich dich ein, mal ein bisschen ganz kurz Revue passieren zu lassen, was du da eben hast entstehen lassen in deinem neuen Leben in 12 Monaten. Lass das mal kurz ein bisschen Revue passieren, mit geschlossenen Augen bitte. Und jetzt lade ich dich ein, vor deinem geistigen Auge mal eine Szene zu erschaffen, die ganz natürlicherweise auf die Erfüllung, auf das Erreichen dieses neuen Lebens sich abspielen würde. Nimm nicht exakt den Moment, wo du in dieses neue Leben gestartet bist, sondern einfach ein Ereignis, das daraus erfolgen würde. Ich gebe dir ein Bild dazu, vielleicht so eine Gratulationsszene, wo du von anderen beglückwünscht wirst, wo andere Menschen dir Handschlag geben und dir gratulieren für dein neues Leben. Und bei dieser Szene geht es darum, dass du dich aus deiner eigenen Perspektive siehst, also dass du dich jetzt erlebst in dieser Szene mit deinen Augen. Das heißt, du siehst nicht deinen Körper ganz, sondern du siehst wirklich so das Rundum, so als würdest du es jetzt wirklich gerade selbst erleben. Und erreiche noch ein paar Sekunden, diese Szene jetzt wahrzunehmen. Vielleicht schütteln dir andere Menschen die Hand. Vielleicht umarmen sie dich und beglückwünschen dich zu deinem neuen Leben. Vielleicht steht er auch da und stoßt gerade mit Champagner an. Dann hör das Klirren der Gläser. Und erleb das jetzt mal, diesen Moment. Was hätte da deine ganz besondere Aufmerksamkeit? Was liebst und genießt du an dem, was du siehst jetzt, hörst, riechst, schmeckst, fühlst und denkst? Was ist in diesem Leben und an deinen Reaktionen, an deiner Kleidung, an deinem Auftreten anders? Nimm das auch mal wahr. Weil mit dieser Wahrnehmung gehst du schon in die Annahme deines erfüllten, traumhaften Lebens und denkst bereits von diesem Selbstbild jetzt aus. Die Gedanken abschweifen, nimm nochmal so eine Gratulationsszene oder wo du mit Champagner anstößt, wo Menschen dich umarmen und dir gratulieren. So, und dann nimm mal 2, 3 bewusste Ein- und Ausatmungszüge, recke und strecke dich und komm wieder zurück ins Hier und ins Jetzt. Hellwach, topfit und voll guter Energie und mit strahlenden und leuchtenden Augen hoffentlich. Und schreib mir mal ins Kommentarfeld rein, wie es dir geht, welche Erfahrung du gerade gemacht hast. Ich schaue mal gerade aufs Handy, was ihr mir da so reinschreibt. Welche Erfahrung hast du gemacht? Wie ging es dir dabei? Was hast du gesehen? So ganz kurz. Keine Romane schreiben. Dauert immer im Moment. Auch die Tina hatte keinen Ton, schade. Ja, wie ist es dir dabei gegangen?
mal so groß zu träumen und dir mal vorzustellen, wo du wirklich nächstes Jahr um diese Zeit stehen willst. Chiemgau-Gedanken, super, sehe mein Ziel vor Augen, sehr schön, danke. Wer konnte noch folgen und hat Erfahrungen gemacht? Schreibt es mir mal rein. Möchte nach Ibiza auswandern und passives Einkommen generieren. Sehr schön. Liebe Chiemgau-Gedanken, diese Übung, die wir gerade gemacht haben, für alle von euch, in diese Szene hineingehen, und zwar nicht dich irgendwo aus der Beobachterszene vorstellen, sondern wie ich es dir eben gesagt habe, dass du dich wirklich aus der ersten Person siehst. Das heißt, du erlebst diese Situation schon, wo andere Menschen dir gratulieren. Ich nehme dich mal hier als Beispiel, dass du dich hier aus Deutschland verabschiedet hast oder wo du gerade lebst. Und die Menschen dich beglückwünschen zu deinem neuen Leben in Ibiza und mit dir feiern. Und du auch mal in diese neue Identität, diese neue Persönlichkeit ist der falsche Ausdruck, eine Persönlichkeit haben wir immer, Identität ist der bessere Ausdruck dafür. Wie das ist, wenn du da wirklich Summe X, wie viel Umsatz hast du jeden Monat mit einem passiven Einkommen? Was ist das so in deinem Bewusstsein? Wie du dich da wirklich fühlst? Wie entspannend das für dich ist, in diesem Gedanken anzukommen, in diesem neuen Leben anzukommen. Die Martina hat ihre Selbstständigkeit gesehen. Sehr schön, Martina. Konntest du es auch fühlen, wie das da ist, wie die Menschen dir gratulieren. Die Tina sieht sich immer wieder in Kanada. Ja, ihr Lieben. Und jetzt danke für eure Offenheit. Und jetzt bitte, 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 wenn der Kopf jetzt einsetzt und ihr versucht zu erzählen, wie soll das denn gehen? Ich kann doch nicht in Kanada nächstes Jahr sein. Gerade in der jetzigen Situation geht ja gar nicht. Ich kann doch nicht nach Ibiza auswandern und passives Einkommen haben. Andere können das, aber du doch nicht. Wie sollten das gehen? Und. Bitte. Mach Cut. Dein Denker, unser süßer Verstand, unser süßes Köpfchen. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit gesagt, ich würde den mal gerne so beleidigen, dass er mal aufhört zu quatschen, dass er mal so zu Tode beleidigt ist und mal 3 Tage gar nichts sagt. Wenn ich den Weg finde, dann gebe ich euch das weiter, wie das funktioniert. Aber funktioniert nicht. Also bis eben hat es nicht funktioniert. Bitte, bitte beobachte diese Gedanken und bitte wisse, zu 99,9% sind es erstens mal nicht deine Gedanken als wunderbares und endlich großes Wesen, das du in Wahrheit bist. Es sind Dinge, die du aufgenommen hast, die du vielleicht auch von anderen wahrnimmst, weil ich will jetzt einfach mal behaupten, wir haben eingangs darüber gesprochen, dass du nicht zu der Masse da draußen gehörst, dass du einzigartig und besonders bist. Und dass du auch sehr feinfühlig und wahrnehmend und sensibel, vielleicht auch hochsensibel bist. Und dass du gerade deshalb auch den ganzen Kram, was da außen abgeht, wahrnimmst und glaubst, es ist deins. Und sag deinem Denker, deinem Verstand, dem süßen Quatschi, kannst du mir auch gerne Namen geben. Sei mal bitte ruhig. Ich verstehe dich ja. Du verknüpfst jetzt Dinge, die mal waren. Du versuchst mir jetzt eine Geschichte zu erzählen, warum etwas nicht geht. Und wenn es dir schon nicht gelingt, mir eine Geschichte zu erzählen, warum es geht, dann sei einfach mal bitte ruhig und lass mich mal machen. Ja? Nichts unterdrücken, wahrnehmen, auf diese liebevolle Art und Weise mit dem süßen Quatsch wieder reden und wisse, alles ist für dich möglich. Wirklich alles. Wenn man mir
vor nicht allzu langer Zeit gesagt hätte, und das ist noch gar nicht so lange her, da wusste ich noch nicht mal, wo Zypern liegt. Und ich weiß noch, ich war in Frankfurt auf einer Fortbildung und hatte Bekannte getroffen. Die hatten zu mir gesagt, wir sind gerade dabei, Haus alles zu räumen, wir wandern aus nach Zypern. Ich war, also entsetzt ist jetzt der falsche Ausdruck, das ist ja egal, wer wohin auswandert, aber ich habe gedacht, wie kann man auswandern nach Zypern? Wo liegt Zypern? Was ist Zypern bitte? Also es war damals auch völlig außerhalb meiner Vorstellungskraft. Und auch im letzten Jahr noch, als es dann so in Anführungsstrichen ernst wurde und mit Steuerberater erste Kontakte waren und Gespräche geführt wurden und ich einen Makler gesucht hatte, um Haus oder Wohnung dann zu finden. Mein Kopf hat mir ständig gesagt, bist du jetzt größenwahnsinnig? Was machst du da? Und jetzt, ein Jahr später, ist es eine neue Normalität. Und was ist jetzt? Jetzt packen wir die nächste neue Normalität an. Das ist Leben, das ist Weiterentwicklung. Okay? Und was wäre, wo würde ich stehen, wenn ich auf diesen Quatschi gehört hätte? Wenn ich noch zurückgehe, ach Gott, was der mir erzählt hat, als ich auf die Idee kam, nach 30 Jahren im öffentlichen Dienst meinen Job zu kündigen. Was hat er mir da noch erst alles erzählt? Die Marion schreibt absolut leuchtende Augen. Ich habe mich in meinem Haus in Wien und in Deutschland gesehen, in meinen Räumen mit meinem Seelenberuf und Nail-Design, Fachfußpflege, Beauty, sehr luxuriös, vor allem mein Schwimmbad und viele Menschen, die mir gratulieren, auch meine Familie. Wow, wie schön. Wie schön. Sehr schön. Halte daran fest, an den Dingen, die du jetzt bei dir entdeckt hast. Bitte, halte daran fest. Und jetzt kommen wir noch zu einem Thema, nochmal zum Verdeutlichen für dich. Und da wird auch nochmal deutlich, wie wir uns wirklich unsere Lebenswirklichkeit im Außen erschaffen. Da gibt es 5 Punkte. Da ist immer erst der Gedanke da, dann kommt ein Gefühl, der Glaube. Daraus entstehen entsprechende Handlungen und daraus kommen dann Resultate, also die Lebenswirklichkeit im Außen. Und das Ding ist, wir versuchen immer, oder bis eben haben wir versucht, du, an den Handlungen etwas zu ändern, um entsprechende andere Resultate zu bekommen. Das Ding kann nicht funktionieren. Die Dinge, die im Außen entstehen, wie innen so außen, das hast du bestimmt schon mal gehört, die entstehen immer in uns selbst. Und diese Dinge sind auch in uns selbst verborgen. Schau mal, die Marion, die hat jetzt ihr Haus in Wien und in Deutschland gesehen. Wunderschöne, wunderschön gestylte Räumlichkeiten, sehr luxuriös. Die Martina hat die Selbstständigkeit gesehen. Die Tina hat sich in Kanada gesehen. Chiemgau-Gedanken hat sich in Ibiza gesehen. Das sind Dinge, die in dir drin sind. Das sind Dinge, die in dir verborgen sind. So willst du es wirklich haben. Und deshalb ist es so hilfreich, diese Übung, die wir eben gemacht haben, immer und immer wieder zu machen, damit dieser Gedanke, diese Idee, was da in dir drin ist, auch ein Gefühl bekommt. Ohne dieses Gefühl funktioniert es nicht. Deshalb funktioniert es auch nicht, wenn wir einfach immer nur stupide irgendwas machen, strugglen, wenn man das auf Englisch sagt. Warum ist das Gefühl so wichtig? Kennen wir alle, wir sitzen auf der Couch, schauen einen total romantischen Film an und sind total im Herzen berührt. Oder eben, klassisches Beispiel, mir sind ja ein paar Tränchen geflossen, als ich von der Marion hier erzählt habe. Das ist das, was mich in dem Moment so berührt hat, diese wunderbare, einzigartige Schönheit, diese Ausstrahlung,
die in dir, wenn ich jetzt dir sage, dann meine ich jetzt nicht hier nur die Marion, ich meine jeden Einzelnen von euch, die in dir verborgen ist. Und das hat mich gerade so im Herzen berührt, weil ich weiß, was alles so tief in dir verborgen ist, was du bis eben noch nicht zeigst. Aber welche Schönheit könnte da draußen auf der ganzen Welt entstehen, wenn nur jeder hier in der Community sich mit dieser Schönheit da draußen zeigen würde. Und das hat mein Herz gerade so berührt vorhin, dass da so ein paar Tränchen geflossen sind. Aber eigentlich stehe ich nur hier vor meinem Tisch, habe Laptop auf, da steht eine Softbox, die mich anstrahlt, damit ich hier in einem anderen Licht stehe und nicht im Dunkel bin, im November, Deutschland, November dunkel stehe. Ich war da ganz bei dir in dem Moment und habe diese Schönheit, diese Wahrheit, diese wahre Schönheit wahrgenommen. Und das sind Dinge, die wir auch alle kennen. Und deshalb ist es so wichtig, auch gefühlsmäßig in deinem neuen Leben immer zu sein, Tag zu träumen, das, was uns alle abtrainiert wurde, spätestens am dritten Tag in der Schule hat der Lehrer uns klar gemacht, hier vorne spielt die Musik, im Außen, nicht hier innen, Schluss mit Tagträumen jetzt. Und dann geht es darum, zu beginnen, unerschütterlich an dich wieder zu glauben, dass du es kannst, dass du es schaffst. Und diesen Quatsch hier liebevoll wahrzunehmen. Hey, ich habe Verständnis für dich, aber brauche ich gerade nicht. Nö, will ich jetzt nicht annehmen, will ich jetzt nicht glauben. Nee, wenn du mir schon Geschichten erzählen willst, dann erzähl mir die Geschichte, wie es mein Leben wirklich ausschaut nach meinem Herzen. Und wenn du das nicht schaffst, dann sei einfach ruhig und lass mich machen, zum Beispiel. Das heißt, erst wenn die Dinge sich in dir ändern, hier innen drin, dann können sie sich auch im Außen ändern. Und bitte wisse, Pippi-Langstrumpf-Mentalität, du kannst ja deine Welt, egal was gerade im Außen ist, so erschaffen, wie sie dir gefällt. Wie wäre es, wenn du dir das ab jetzt auf die Fahne schreibst? Erschaffe dir deine Welt so, wie sie dir gefällt. Ich erschaffe mir meine Welt so, wie sie mir gefällt. Und noch ganz wichtig dazu, lieber unperfekt starten, als perfekt erst gar nicht anzufangen. Wie unperfekt kannst du heute beginnen, dich in dieses neue Leben, die ersten Schritte in dieses neue Leben zu machen? Kommen wir gleich zu diesen 13 Punkten, die du mitschreiben kannst. Ich schaue mal, was ihr mir hier noch reingeschrieben habt. Noch Fragen gibt. Die Marion bringt den Champagner mit nach Wien, jawohl. Genau. Also, die Melanie meine ich, die Melanie, eine wunderbare Co-Trainerin. Marion, wir feiern alle mit dir in Wien. Wir bringen den Champagner mit, sehr schön. Die Tina, ich werde mir meine Nägel bei dir machen lassen. Wow, wie schön. Innen räumt außen auf, genau. Ja, in der Tat. So, jetzt wollen wir mal diese 13 Schritte. Möchte ich dir jetzt mal mit auf den Weg geben. Also diese Übung, die wir eben gemacht haben, wichtig, immer und immer wieder machen. Diese neue Persönlichkeit zu sehen aus deiner ersten Perspektive heraus. Ja, also du siehst dich nicht da irgendwo stehen, sondern du stehst da in der Tat irgendwo. Das können immer nur Sekunden sein, das reicht. Aber tagsüber immer und immer wieder in der Richtung Tag zu träumen, das ist ganz, ganz wichtig, damit du diese Frequenz ans Universum aussendest. Ja? Damit das zur Lebenswirklichkeit werden kann. Und jedes Mal, wenn der Denker, der Zweifler anfängt, dir zu erzählen, warum es nicht geht, stopp! Lass dir doch nicht erzählen von irgendwas, was da in dir denkt, dass es nicht funktioniert. Wenn er dir schon nicht erzählt, wie es funktionieren kann, dann nimm ihn liebevoll wahr, lass da Platz nehmen, mach dein Ding. Du hast eben gemerkt, was für eine tiefe innere Weisheit in dir ist. Das ist alles in dir verborgen, weil
wenn diese Bilder, die da eben bei dir aufgekommen sind, wenn das nicht möglich wäre, dann würdest du es nicht in dir drin tragen. Bitte öffne dich dem Gedanken. Und das ist auch schon der erste Schritt. Diese neue Realität bzw. Identität, die gilt es noch zu verfeinern, da dran zu bleiben. Der zweite Schritt ist, all deine Talente, die du hast, alles das, was du gut kannst, und da geht es jetzt auch dabei, dich von deinem Quatsch nicht davon abhalten zu lassen, der dir dann gleich sagt, wenn du irgendwas aufschreibst, oh, das ist ja nichts Besonderes. Humbug! Wie viele von euch hier sind, ich nenne jetzt mal ein ganz verrücktes Beispiel, können zum Beispiel richtig gut stricken? Das ist nichts Besonderes. Ich kann es nicht. Für mich ist es was Besonderes. Ja? Oder Marion, Nägeldesign. Wenn die Marion meine Fingernägel, meine selbstgemachten Nägel, ist ja gerade schwierig, sich irgendwo was machen zu lassen hier, sehen würde, würdest du wahrscheinlich die Krise kriegen. Ja? Für mich ist das was Besonderes, Nageldesign. Ich kann es nicht. Also, zweiter Punkt. All deine Talente notieren. Das, was du gut kannst. In Klammer das, was du gut kannst. Deshalb in Klammer, weil der Quatschi, der Denker da gleich wieder kommt und dir vielleicht erzählen, das ist ja nichts Besonderes. Bitte, gleich. Ah, interessant, was du mir gerade wieder erzählen willst. Geh auf so spielerische Art und Weise damit um, okay? Der nächste Punkt, schreib dir alles auf, was dir im Leben bislang so widerfahren, passiert ist und entdecke daraus den roten Faden. Der vierte Punkt ist, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Und dann kommt nochmal im fünften Punkt der zweite mitzutragen, all deine Talente und Fähigkeiten, frag dich, wie kann ich das miteinander kombinieren? Also, der rote Faden in deinem Leben finden und die Dinge, die du gut kannst. Deshalb ist das so wichtig und das ist auch etwas, was jetzt nicht in einer halben Stunde getan ist. Damit darfst du dich beschäftigen, weil du bist sehr vielseitig, mit Sicherheit interessiert. Und gerade deshalb war das bis eben auch noch ein Handicap für dich, wirklich zu Klarheit zu haben, das ist mein Ding. Weil du hast mal das probiert und mal das versucht und dann da eine Idee gehabt und mal das probiert. Du willst deine Talente und Fähigkeiten, dein ganzes Sein, das, was du wirklich selbst bist, leben und ausleben und der Welt da draußen zeigen. Deshalb ist das so wichtig, dass du den roten Faden hast und deine Talente und Fähigkeiten schaust, wie kann ich das alles miteinander kombinieren, damit da nichts auf der Strecke bleibt? Der nächste Punkt ist, der sechste Punkt, dass du deine Selbstbewusstheit, dir deiner selbst bewusst zu sein, immer, dass das so wie eine Tagesmeditation ist, dass du dir tagsüber immer selbstbewusst bist. Das gilt es zu fördern, aufzuhören, zu vergessen, dass du ein wunderbares und endlich großes Wesen bist, sondern dir deiner selbst wirklich bewusst zu sein, immer, bestenfalls 24 Stunden jeden Tag. Schaffe ich nicht, bin ich ganz ehrlich, wenn ich das jetzt so schlaumeierig sage. Das Ding ist nur, ich glaube, wenn wir es schaffen würden, dann wären wir erleuchtet. Das Ding ist nur, sobald du merkst oder sobald ich merke, ich bin wieder im Außen orientiert, bin mir meiner selbst wieder nicht bewusst, bin gar nicht in meiner Mitte, dann kann ich sofort wieder zurückswitchen. Und das ist das Ding. Und wenn ich an mein früheres Leben denke, da war ich zu 100% nur im Außen. Und wie wäre es, wenn es einfach nur darum geht, vielleicht wenigstens mal 50% im Außen zu sein, tagsüber und immer wieder zu merken und immer wieder zurückzukommen zu sich selbst. Okay?
Das fällt unter das Tenor, unter den Tenor auch über unperfekt starten, als perfekt erst gar nicht anzufangen. Und das fällt auch unter das Tenor, Geduld zu haben. Wisse, es ist vieles mit Fingerschnipp lösbar und änderbar und der ganze Scheiß und Kram, sorry für den Ausdruck, was da alles so über uns gestülpt wurde, mit einer Entscheidung kann ich das loslassen. Nur den Zauberstab, dass ich von jetzt auf gleich wirklich zu 100% den ganzen Tag mir selbstbewusst bin, den habe ich auch noch nicht entdeckt. Wie wäre es, wenn es der Weg das Ziel wäre in die Richtung? Ja. So, und der 7. Punkt ist wirklich zu lernen, die Verantwortung für dich selbst zu übernehmen. Wirklich in die Verantwortung zu gehen. Weil wenn du selbst bestimmt leben möchtest, wenn du dein eigenes Ding machen möchtest, dann funktioniert das nicht, wenn du irgendwelche Bereiche in deinem Leben, sei es gesundheitliche Bereiche, aber auch berufliche Bereiche, an andere abgibst. Das funktioniert nur damit, indem du wirklich sagst, okay, ich übernehme die volle Verantwortung für mich und für mein Leben jetzt. Alles andere sind Kompromisse. Und bitte, da geht es jetzt nicht darum, wenn du im Beruf bist, noch im Job, im Angestelltenverhältnis oder was auch immer, da jetzt zu kündigen und dich aber grundsätzlich auf diesen Weg zu machen. Und wenn du schon selbstständig bist, haupt- oder nebenberuflich und es funktioniert, bist eben noch nicht so, dass du nicht davon leben kannst oder gut davon leben kannst, dann geh genau diese Schritte durch. Geh genau diese Schritte durch und integriere die in dein Leben. Du wirst staunen, wie deine Selbstständigkeit, sei es haupt- oder nebenberuflich, auf ein anderes Level kommt. Weil bis eben war deine Selbstständigkeit, haupt- oder nebenberuflich, wahrscheinlich so entstanden, dass du irgendwie eine Ausbildung gemacht hast oder ja, dachtest, okay, das ist es, dich dann orientiert hast, was verlangen andere so in meinem Bereich, was sind das so übliche Stundensätze oder was auch immer, und daraus hast du die Selbstständigkeit kreiert. Und viele deiner Talente und Fähigkeiten, was dich einzigartig macht, das ist das Ding, was deiner Selbstständigkeit fehlt. Deshalb funktioniert es nicht. Ganz einfach im Grunde genommen. So, und der 8. Schritt, beginne wieder dein Selbstvertrauen, dein Vertrauen in dich aufzubauen. Ganz wichtiger Aspekt, glaube an dich und vertraue dir selbst, deiner inneren Weisheit, was da in dir ist. Vertraue dir auch, wenn eben die Bilder aufgekommen sind, dass du in Deutschland bist und in Wien, dass du auf Ibiza lebst, dass du in Kanada bist. Das hätte nicht entstehen können, wenn es nicht in dir drin ist. Vertrau dir. Der 9. Punkt ist, verlass deine Komfortzone. Überwinde dein jetziges Selbstbild. Und das ist etwas, was unbequem ist. Das kennen wir nicht. Das ist das, wo ich dir eben als Beispiel gebracht habe, als wir letztes Jahr im Sommer zum ersten Mal im Flieger saßen und nach Zypern geflogen sind und uns da umschauen wollten, wo wir uns denn da niederlassen, wo mein Kopf immer wieder gesagt hat, du bist verrückt, das fühlt sich jetzt mal gerade gar nicht gut an. Und das hat sich in dem Moment nicht gut angefühlt, weil es einfach total ungewohnt war. Der Kopf wollte anfangen zu denken, was das alles kostet und tralala und sowieso und hast du nicht. Ich will es jetzt gar nicht alles wiederholen. Das sind die Dinge, wo die meisten dann wieder einen Rückzieher machen und denken, ah nee, das ist jetzt total unglück, das fühlt sich jetzt gerade gar nicht gut an. Nee, das ist doch nicht meins. Da gehe ich wieder zurück. Und schon ist man wieder im Schneckenhaus drin, in der Gelebtwerdenfalle, im Hamsterrad, tröstet sich damit, ja, eigentlich geht's mir ja ganz gut. Und schon
stehst du dann, wenn du diese Schritte jetzt nicht wirklich umsetzt, nächstes Jahr im November, wenn ich an dem Tag wieder ein Live mache, vielleicht wieder hier und denkst, hätte ich doch damals noch. Bitte wisse das. Komfortzone zu verlassen ist total unbequem. Fühlt sich in dem Moment überhaupt nicht gut an. Kribbeln, Herzrasen, Durchfall, das sind so die Reaktionen, die mein Körper da zeigt. Aber genau da weiß ich, jetzt ist der nächste, ist die nächste Stufe da. Genau da muss ich jetzt durch. Dieser Energie darf ich jetzt folgen. Okay. Gut. Punkt 10. Du brauchst damit mit all deine Talente und Fähigkeiten, alles, was dich ausmacht, reinpacken. Was du aber brauchst, ist eine glasklare, feine, im Fachjargon nennt sich das Positionierung. Dass du genau weißt, weil letzten Endes geht es nicht darum, dass du die Welt alleine retten musst. Dass du genau weißt, das ist mein Klientel, das ist mein im Fachjargon Kundenavatar, für den bin ich da. Und alle anderen, die dürfen gern sonst wohin gehen. Und von diesem einen Kundenavatar gibt's da draußen Tausende für dich. Die kannst du in diesem Leben gar nicht mehr alle bedienen, helfen. Aber wenn du wenigstens von den Tausenden, die es da draußen gibt, die im Feld schon auf dich warten, wenn du dich dann mal zeigen würdest, wenn du denn diese Schritte hier auch gehst, wenn es nur 1.000 sind oder 100 sind, denen du in diesem Leben noch helfen kannst, mit deiner Einzigartigkeit. Also, du darfst genau dir darüber klar werden, für wen bist du da draußen da. Und dazu brauchst du eine effiziente Strategie, damit das funktioniert. Und bitte wisse, du brauchst dazu keine Webseite. Ich habe gerade die Woche von jemandem gelesen. Ich habe jetzt nach 6 Monaten endlich meine Webseite fertig und jetzt fehlt es noch am Impressum und dann. Wen interessieren heute Webseiten? Wie viele Milliarden oder Billionen Webseiten sind denn im Netz? Wer findet denn deine Webseite? Wen interessiert die Webseite? Wen interessiert meine Webseite? Wenn ich nicht vor 20 Jahren oder 17 Jahren angefangen hätte, noch auf dem klassischen Weg, als man noch eine Webseite gebraucht hätte. Ich hätte wahrscheinlich bis heute keine Webseite. Die ist halt da, die ist auch angepasst worden, ja, aber die interessiert keinen. Du brauchst keine Webseite, du brauchst keine Flyer, du brauchst keine Visitenkarten, du brauchst kein Technikgedöns, keine Ahnung was. Du brauchst dich selbst mit deiner Ausstrahlung, so wie wir das bei der Marion heute als Beispiel hatten. Und dann wirst du magnetisch für die Menschen, die da draußen schon warten auf dich, wenn du dich ihnen denn mal zeigst. Also effiziente Strategie brauchst du. Ich würde jetzt hier den Rahmen sprengen, da im Detail drauf einzugehen. Ich will dir damit nur klar machen, wenn du dich bis eben noch damit beschäftigt hast, mit dem Gedanken, Webseite oder YouTube-Kanal oder Podcast oder gibt ja auch so eine neue Plattform da. TikTok heißt die, glaube ich. Oder ich brauche jetzt mal erst einen Instagram-Kanal mit keine Ahnung wie viel Followern und. Nee, brauchst du nicht. Es sei denn, du willst dir es schwer machen. Ja, dann brauchst du es, dann kannst du es machen. So, der nächste Punkt ist, Punkt 12. Du darfst lernen, zu verkaufen, ohne zu verkaufen. Du darfst lernen, zu verkaufen, ohne zu verkaufen. Warum formuliere ich das jetzt so? Wenn ich dir jetzt sagen würde, du musst lernen, zu verkaufen, dann würdest du sagen, das kann ich nicht, daran scheiterst, das will ich auch nicht. Punkt. Soll ich dir mal was sagen? Du verkaufst dich ständig. Du verkaufst dich deinem Arbeitgeber, du verkaufst dich dir selbst auf eine Art und Weise. Du verkaufst mir, dass du es nicht kannst. Keine Ahnung, was du mir alles verkaufen würdest, wenn wir jetzt persönlich miteinander sprechen würden. Du verkaufst dich deinem Partner, du verkaufst dich deinen Kindern. Wir sind ständig dabei, uns zu verkaufen.
Wir haben nur auch da ganz viele Muster und Prägungen. Ich kann ja nicht einem Eskimo einen Kühlschrank verkaufen. Nee, kannst du auch nicht, weil du kannst dem Eskimo den Kühlschrank anbieten, ob der sagt, okay, ich will ihn haben oder nicht. Das darf er ja selbst entscheiden. Aber mit diesem ganzen Verkaufsthema haben wir einfach so viele Prägungen. Deshalb, du darfst lernen, etwas zu verkaufen, ohne zu verkaufen. Da verbergen sich ganz viele Schritte auch dahinter, die das ganze Ding viel, viel einfacher machen. Und da geht es auch nicht um den Eskimo, einen Kühlschrank zu verkaufen, sondern es geht darum, die Menschen, die zu dir passen, warum du da bist, mit deiner Lebensaufgabe, mit deinem Seelenplan, mit dem, was dich einzigartig macht, wo du dich bis eben noch nicht getraut hast, dich da draußen zu zeigen. Das darfst du in Anführungsstrichen verkaufen. Nur wo sollen denn die Menschen wissen, dass es dich gibt, wenn du dich nicht zeigst? Das ist genauso mit dem Geld. Das Geld ist da, wenn du dich dem Geld aber nicht zeigst, wie will es dich finden? Ja? Und last but not least, ich sehe gerade, ich habe 15, 14 Schritte hier. Schritt 13, ein System implementieren, was dir wirklich ein absolut sicheres Einkommen generiert, damit du auch frei agieren kannst, damit du auch was von dem Haus in Wien und in Deutschland hast, damit du dir die schöne Umgebung in Kanada anschauen kannst, damit du auch Ibiza genießen kannst, was auch immer da in deinem Bewusstsein ist. Und da ist der 14. Schritt auch so wichtig. Es geht darum, dass du dir ein Unternehmer-Mindset aneignest. Und damit meine ich jetzt, etwas zu unternehmen, statt einen selbstständigen Mindset dir anzueignen. Im Sinne von selbst und ständig, weil dann bist du vom Hamsterrad gefangen. Da kannst du auch hier bleiben. Da musst du nicht auf Ibiza sitzen, da musst du nicht auf Zypern hocken, da musst du auch nicht in Wien in einem schönen Haus hocken, wenn du nichts von der schönen Umgebung hast oder von dem Leben oder reisen kannst oder dir dein Leben auch so gestalten kannst, wie du es wirklich willst. Okay? So, und das sind die 14 Schritte, die 14 Punkte, wo es jetzt darum geht, deinen Fokus darauf zu halten. Wirklich Fokus, 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 Fokus. Scheuklappen an und Fokus. Macht das Sinn? Bitte mal Daumen hoch, Herzlein. Bitte mal ein Ja ins Kommentarfeld reinschreiben, damit ich weiß, ich erreiche dich hier auch im Herzen. Eskimo braucht eine Decke. Du kannst nicht scheitern. Sehr schön. Tina, was meinst du mit oh nein? Die Komfortzone muss man verlassen können. Ja, ist eine Entscheidung. So wahr, liebe Irmgard, schreibt die Marion. Man macht Schulungen und orientiert sich preislich an den anderen. Man ist selbst der Fokus und nicht die anderen. Ja, genau. Ganz genau. So habe ich auch mal angefangen im Mentaltrainingsbereich. Ich weiß noch, mein Ausbilder hat damals 90 Euro die Stunde verlangt. Und da habe ich gedacht, oh nee, 90 Euro kann ich ja noch nicht verlangen. Gehen wir mal ein bisschen tiefer. Ich glaube, ich habe mit 50 Euro oder so angefangen. Kann ja nicht. Ne? Also der war so groß. Ich war so, was für ein Bullshit. Was für ein Bullshit wir uns da ständig erzählen. Ich wollte ja noch ein Beispiel bringen. Komfortzone verlassen, an anderen orientieren. Was war da noch? Meditation, besuche deinen Kraftort, ist so toll. Da fühle ich mich so richtig super. Ja, danke, Marion. Marion freut sich schon auf den Shampoos und aufs Nägel machen. Melanie, wir werden die Woche einen Termin abmachen, ne? Wenn wir zu Marion fahren. Was wollte ich dir jetzt noch ein Beispiel geben? Wir waren beim Fokus. Machen wir da weiter. Vielleicht fällt es mir noch mal ein. Also, diese Punkte, die ich dir jetzt mit auf den Weg gegeben habe, da geht es wirklich darum, darauf fokussiert zu sein, Scheuklappen an.
keine Ablenkungen mehr zulassen. Das ist das, was geschieht. Da bin ich ganz ehrlich zu dir, weil den Fehler habe ich früher zuhauf gemacht. Wenn du es alleine versuchst, wenn du alleine versuchst, diese 14 Schritte durchzugehen, es sind so viele Ablenkungen im Außen, es sind so viele Unsicherheiten, es sind so viele Zweifel. Und wenn wir mal ehrlich sind, wie sehr haben wir es denn auch immer schon alleine versucht? Wären wir auf die Idee gekommen, sowas alleine zu versuchen, als wir den Wunsch hatten, mal rechnen und schreiben zu lernen? Was haben wir da gemacht? Oder was ganz, ganz natürlicher Weg war, es gab einen Lehrer, es gab einen Mentor, der uns das gezeigt hat, wie wir rechnen können, wie wir schreiben lernen können, als wir wollten ein bisschen freier sein, haben wir einen Führerschein gemacht, haben wir uns jemanden gesucht, der uns beibringt, das Auto zu fahren, wie das alles funktioniert. Und jetzt haben wir die interessante Denke, ich bringe mir das alles selbst bei. Das ist das Ding, was es wirklich viel, viel einfacher und leichter macht, wenn du dir in der Richtung wirklich auch eine Hilfe holst. Ja? Und das wäre jetzt auch ein guter Zeitpunkt, dir ein Erstgespräch zu buchen. Weil das sind die Dinge, die, und da gibt es wirklich nur 4 freie Plätze, die wir im Jahresprogramm gemeinsam machen. Jahresprogramm heißt, 12+1 im einen Monat begleite ich dich da individuell. Warum 12+1? Meine mentale Ausrichtung ist, dass du nicht warten musst bis Januar, bis wir starten, sondern dass du den Dezember noch von mir geschenkt bekommst, dass deine Basis ist, dass wir jetzt schon loslegen im Dezember und alles weitere erfolgt dann und ich bis Ende Dezember nächsten Jahres da wirklich an deiner Seite bin und wir das alles gemeinsam machen und alles, was da einfach aufkommt, lösen, sodass du wirklich am Ball bleibst und fokussiert bist und es wirklich in diese Richtung geht, dahin und sonst nirgendwo, dass du nächstes Jahr um die Zeit sagst, wow, was für ein gigantisches Jahr. Weil wenn ich ehrlich bin, ich würde heute nicht, also ich bin ja jetzt hier in Deutschland, weil unsere Kinder Geburtstag haben, aber mein Wohn- und Firmensitz wäre nicht auf Zypern, wenn ich das versucht hätte, alleine hinzukriegen. Hätte ich viel zu viel. Ich hatte ja so schon Schiss. Aber wenn ich dann noch alleine gewesen wäre und nicht Menschen an meiner Seite gehabt hätten, die mich da begleitet hätten, jetzt meine ich nicht den Steuerberater und den Makler, sondern Mentoren an meiner Seite, die schon dort waren, wo ich hin wollte, in ein freies, selbstbestimmtes Leben, die mich dann nicht dabei unterstützt hätten und mir immer so einen Schritt an nach dem anderen gezeigt hätten, die mich den Fokus hätten halten lassen, mir geholfen haben und vor allem auch mir immer wieder die Blickrichtung geholfen haben zu ändern, wenn ich mal im Tunnelblick war und gedacht habe, jetzt geht's nicht weiter oder das funktioniert jetzt bei mir nicht und das Ganze, was da aufkommt. Wir sind dann nur so süß und denken so, jetzt bin ich erwachsen, jetzt kriege ich das alleine hin. Ja, mag sein, aber wie viele Jahre dauert es dann, wenn wir immer wieder die Abschweife nehmen? Okay? Also, wenn du sagst, du hättest gerne die Abkürzung, eine Chance, die ich dir bieten kann, schnapp dir einen der 4 Plätze im Jahresprogramm. Schnappen geht nicht so einfach. Darfst dazu ein Erstgespräch buchen, dich bewerben und gewisse Gegebenheiten, die dürfen da einfach erfüllt sein und dann, ja, kannst du dir einen der 4 Plätze schnappen. Und dazu sprechen wir natürlich dann erstmal persönlich miteinander. Ansonsten, bitte, bitte, wenn du dennoch zu der Erkenntnis kommst, ich mache das jetzt alleine, geh diese Schritte im Detail durch. Und geh immer wieder gefühlsmäßig auch in diese kleine Übung rein, die wir vorhin gemacht haben, sodass du dich da wirklich aus dieser Perspektive siehst.
Erlaub dir immer wieder Tag zu träumen, sodass du ganz oft dieses Gefühl ans Universum aussendest. Und lass dich von nichts und niemandem aufhalten und ablenken. Und vielleicht noch ein letzter Satz. Solltest du dir die Geschichte erzählen, ich probiere es alleine? Ich sage das deshalb so, weil es mein Weg war, weil ich es viel zu lange alleine versucht habe und deshalb mit so einer gewissen Gewissheit sagen kann, dass man es alleine nicht so wirklich hinkriegt, wegen Ablenkung, wegen mangelndem Fokus, wegen allem Möglichen, was einem da so im Weg aufkommt an Brocken. Wir kommen alle aus der Quelle allen Seins und wir sind alle Bewusstsein. Wir haben alle einen Körper. Wir sind nicht der Körper, wir haben alle Bewusstsein. Nur wir alle sind mal hierher gekommen, haben diesen Körper wie so einen Anzug angenommen, um hier etwas zu bewegen, um was zu erreichen. Unsere Botschaft in die Welt zu bringen. Und mit dem letzten Atemzug in diesem Körper ist Schluss mit dem jetzigen Leben. Was danach kommt, irgendwas wird kommen, keine Ahnung. Aber mit dem jetzigen Leben, dem jetzigen Körper ist Schluss. Das ist keine Probe. Das ist real. Und ich weiß nicht, wie du auf dein Leben zurückblicken möchtest. Ich wollte mal auf mein Leben zurückblicken und wirklich denken, okay, hat ein paar Jahre gedauert. Aber ich habe noch mein Ding entdeckt. Ich habe noch das Leben so gelebt, wie ich es wirklich wollte, wie es mir entsprochen hat. Ich habe auch die Familie mir noch so erschaffen, wie ich sie wirklich haben wollte. Ich war meinen Kindern noch das Vorbild, das ich ihnen wirklich mit auf den Weg geben wollte. Ich habe die Partnerschaft so, wie ich sie wirklich haben will. Und kann jetzt glücklich und erfüllt zurückblicken und den letzten Atemzug machen und mich freuen auf das, was da jetzt noch weiterkommt. Aber im jetzigen Leben, das findet nur einmal statt. Und das ist auch das Ding, warum unser süßes Köpfchen, unser Verstand, unser Ego so sehr daran festhält. Weil auch den gibt es nur jetzt. Den gab es im früheren Leben nicht und den gibt es auch in der Form im nächsten Leben nicht. Nur jetzt, das ist die Frage, weiter sich vom Verstand, der an olle Kamellen anknüpft, lenken lassen, sich von Investitionen abhalten lassen, also dass die Geldenergie höher stellen als das eigene Selbstbild, das eigene Selbst, das die eigene Botschaft in die Welt zu tragen, dass man sich sagt, nee, ich investiere jetzt nicht in mich oder ich habe schon so viel investiert, jetzt ist mal Schluss. Dann stellt man sich selbst auch nochmal den eigenen Wert in Frage und kommt ja auch nicht weiter. Das würde ich dir gerne abschließend noch mit auf den Weg geben. Also wenn es irgendwie auf dir in Resonanz stößt, wenn du die Abkürzung wirklich stehen möchtest, 4 Plätze gibt es im Jahresprogramm. Okay? Habt ihr noch Fragen? Ich schaue mal noch kurz in den Chat rein, ob ich da noch was sehe. Sagt das Köpfchen dir noch was an Fragen, die noch aufkommen? In einem Jahr wieder da zu stehen. Okay, das meinte die Tina. Uwe ist auch mit dabei. Hallo, lieber Uwe. Chiemgau-Gedanken, vielen Dank für die ehrlichen Worte. Tina, vielen Dank. Ja. Yeah, sagt die Melanie. Yeah, sage ich jetzt auch. Ich freue mich jetzt hier auf Frühstück. Mein Schatz wahrscheinlich auch. Ja, und freue mich auf die Begegnung mit dir. Danke für dein Sein. Danke für dein Dabeisein. Wisse, du bist wunderbar. Du bist einzigartig. Du bist ein Geschenk für diese Welt. Zeig dich da draußen. Zeig dich da draußen mit deiner Botschaft. Die Welt braucht dich. Du kannst das auch. Und du schaffst das auch. Alles
ist in dir verborgen. Du darfst es auspacken. Wie die Geschenke, die du zu Weihnachten früher als Kind ausgepackt hast, so darfst du dich jetzt selbst entpacken. Danke dir.